Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in A New World. Und heute versuchen wir mal ein paar geile Epics zu farmen. Und zwar an speziellen Mobs mit richtig geilem Loot für Heiler. Und ich bin hier schon mächtig am Fighten und muss mich jetzt aber auch ein bisschen drauf konzentrieren, dass ich hier die Mobse kaputt mache. Denn er hier ist schon einer von den Besagten, die ich töten will. Das war der Jason und hier nebenan haben wir Steven, müsste er sein, genau. Und genau, die beiden Lümmels wollen wir hier vernichten. Noch ein bisschen hier den Heal drauf. Und man sieht, auch hier rennen schon zwei, drei Leute rum. Und hier wird regelrecht gefarmt, ihr Lieben. Bam! Denn die beiden Lümmels droppen regelmäßig echt gute Items. Abgesehen davon, ihr seht es hier, die Jungs, die sind ja schon wieder fleißig am Bergbauen. Hier sind oben auch ein paar Goldvorkommen. Dann droppen, guck mal hier. Alec ist noch so einer, auch ein Named. Den muss ich auch noch mal ein bisschen mehr farmen. Hier sind drei so mit Namen. Und diese drei namhaften Geister, die farmen wir jetzt hier einfach. Ohne Ende sozusagen, bis wir das haben, was wir wollen. Und zwar epische Gegenstände für den Levelbereich. Na, ich sag mal so rund um die 50. Also es ist schon ein bisschen hochleveliger. Wir sind hier von der Region ganz oben rechts in der Ecke hier. Im Klagental sind wir hier. Und ihr seht auch schon die Position. Also bis nach Klagental Porten. Und dann hier eben kurz Richtung Osten raus. Rauf nach oben. Hier irgendwo einen Zeltplatz hinstellen, dass man hier nicht verreckt. Und dann Attacke Vollgas. Da haben wir schon wieder den nächsten Jason. Die Gegner hier farmen. Ihr seht, der Respawn dauert gar nicht so lang. Schön mein Heal-Geschoss daneben geballert. Dauert gar nicht so lang. Und sie droppen auch nicht immer was. Hoppala. Und hier haben wir den nächsten in lila. Na, hier geblieben, Alter. Zap, zap, aufpassen hier. Auch schon drin im Gefängnis. Ja, und die Lümmels, die farmen wir. Und ich gucke auch gleich nochmal ins Inventar, was ich bisher hier bekommen habe von den Dudes. Gerade noch gesehen, da vorne ist wieder ein neues Bergbauabkommen hier. Goldader. Also mehrere Goldadern. 1, 2, 3, 4 Goldadern auf jeden Fall hier oben. Also zum Goldadern farmen hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Bisschen Salpeter. Bisschen hier diese kleinen Elementarkristalle ringsherum stehen auch noch da. Beziehungsweise so ein, was ist da, so ein komischer Schmetterling oder was auf dem Zweig. Auch nochmal so ein Elementarding steht da auch noch rum. Wie gesagt, Position wisst ihr ja jetzt. Vorkommen, ihr seht, jede Menge Erze beziehungsweise Kristalle kommen dabei rum. Und dazu kommt die Mopse hier, die lassen auch nochmal diese Kristalle oder Erze fallen. Das ist nochmal normaler. Beziehungsweise dann, ne, diese mit dem Namen, diese speziellen, lassen das droppen. Und ich glaube, jetzt ist gerade nichts da. Doch, da ist er schon wieder, der nächste. Machen wir den nochmal eben platt. Zack, einmal mächtig druff da. Ja, und ich bin momentan dabei, mein Set ein wenig umzustellen. Und zwar mehr für die Instanzen so ein bisschen geeigneter, sagen wir es mal so. Mehr Leben als Heal. Mehr Leben und komplett auf Konzentration. Also Int weggelassen, dafür mehr Life, dass man eben auch mal einen Schlag mehr aushält. Inner Instanz, wenn man da gerade in einem Raid ist, wie auch immer. Und doch mal vielleicht Schaden bekommt oder unausweichlichen Schaden, dass man dann eben auch ein bisschen länger dadurch hält. Genau. So, und jetzt gucken wir mal eben rein ins Inventar. Was ist denn schon gedroppt? Neben verschiedensten Kristallen oder auch solchen Herstellungsmods, die hier gerade noch gedroppt sind,
sind hier zum oder als erstes hier einmal das Beil gedroppt. Vielleicht ganz interessant für Level 52 das Ding, 485er Item Score. Diese Übersetzung mit Rüstwert ist auch immer wieder verwirrend. Das ist einfach nur das Item-Level sozusagen auf 485. Und ja, von den Stats her ganz nett. Und dann kommen wir hier zu den interessanten Accessoires, zu dem Ring, der gerade gedroppt ist. Konstitution und Konzentration auf 11, sehr gut. Absorbiert Stichschaden, auch nochmal gut. Maximale Ausdauer ist nochmal gut. Und ja, verursachte Lähmung, gut, das haben wir nicht. Haben wir mal wieder drauf hier auf den nächsten. Das Ding ist auch noch gut. Das nächste Item gucken wir uns auch nochmal gleich an. Und was halt das Schöne ist, die Lümmels hier droppen verschiedene, zack, next, verschiedene Gems bzw. verschiedene Ringe. Das heißt, auch für dich als Nicht-Heiler durchaus interessant, hier mal hinzugehen und zu gucken, ob die irgendwas Interessantes dabei haben. Wie gesagt, wenn die Axt vielleicht auch nochmal ein bisschen anders rollt, auch das ist natürlich interessant. Jetzt liegt hier genau der Sack am Baum. Der Sack. Aber die Beute ist auch da. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das hatte ich schon mal bei anderen Mobs, dass die Droprate vielleicht nach längerer Zeit irgendwann aufhört. Durchaus möglich. Hier schon wieder ein Gold. Also hier sind bestimmt 5 oder 6 Goldadern. Krass. Durchaus möglich, dass das halt nachlässt nach einer Zeit. Und dass die vielleicht so ein bisschen Cooldown haben, die guten Drops. Gucken wir gleich nochmal eben rein jetzt ins Inventar, das zweite Item, wenn das hier weg ist. Und da haben wir es. Genau, das Ding ist auch noch gedroppt. Auch richtig geil. Trauerschleier. Auch da wieder Konstitution, Konzentration. Mehr Leben, mehr Healpower bzw. Schaden. Absorption von physischen Schaden. Also auch da wieder ein richtig geiles Item auf Level 47. Item Level 460, das passt doch ganz gut. Genau, da haben wir hier Ausdauererhöhung mit dabei und göttlich, du erhältst x Prozent mehr Gesundheit von allen auf dich gewirkten Heilungen. Also ein wirklich, wirklich geiles Item, auch wieder zum Heilen, auch für die Innis. Freue ich mich schon drüber, das sind zwei richtig gute Dinger, die lege ich jetzt auch gleich direkt an. Sind sie beim Aufheben gebunden und beim Aufheben gebunden, genau, also hier ist nicht der Farm angesagt, um das Ganze dann irgendwann zu verkaufen, sondern um sich hier Stück für Stück mit geilen Epics auszustatten. So gehört sich das. Und einfach noch stabiler und mächtiger zu sein in der Inni. Wir hatten jetzt zuletzt die 46er Instanz gemacht und ja, das Ding haut halt richtig rein. Und da muss man halt echt so ein bisschen mehr Leben einfach haben. Und deswegen bin ich gerade unterwegs und suche, wie gesagt, entweder im Auktionshaus, dass ich da mir ein bisschen andere Rüstung zusammenfarme. Oder jetzt halt hier bei solchen Aktionen, dass ich mir wirklich Gegner gezielt suche, die so etwas droppen. Ja, demnächst folgen dann natürlich noch ein paar andere Videos zu Gegnern mit einem schönen Rare Drop. Ich würde sagen, alles speziell tendenziell eher so in diesem Levelbereich, ne? Hier haben wir, siehst du, wieder so einen geilen Loot. Also nicht zu low. Ich meine, im Low-Level-Bereich, ja klar, nice to have. Aber letzten Endes wollen wir ja gute Items, Top-Items fürs Late-Game und für diese Überbrückung. Was hat er hier noch? Er hat auch nichts. Von ihm habe ich noch nichts Besonderes, glaube ich, bekommen. Das war bisher noch nichts Besonderes. Ja, aber ihr seht, es funktioniert im Großen und Ganzen. Das soll es aber dann auch schon gewesen sein. Kurzer Einblick zu einem geilen Spot. Heißt also, wenn ihr noch ein paar Epics braucht, raus hier nach Klagenthal, schnell porten, eben hier raus, hochrennen in diesem Bereich Stevens Gebiet und dann hier Geisterfarm. Wenn dir das Ganze geholfen hat und gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.